Moin moin, wir haben heute drei kleine UFOs abgeschossen und die wollen wir mal machen. Das obere könnte ein Motorenschiff sein. Ich denke, ich möchte mal probieren. Es ist ein relativ kleines. Also wobei, ich glaube, es war ein Excavator. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich möchte mal einen Motoren-Einsatz probieren. Und zwar aus Kanada. Hier warten wir noch ein bisschen, bis es heller ist. So, das ist noch ein großes. Das interessiert mich momentan eher weniger. Dann haben wir zwei, keine Ahnung, was das genau sind. Müsste aber relativ generisches Gesocks sein. So, die machen wir jetzt alle. Idealerweise in diese Episode. Dann haben wir die Forschung für UFO-Konstruktion. Außerirdische Raumschiffe setzen sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen. Einer Energiequelle, einem Navigationssystem und einem außerirdischen Legierungen bestehenden Rumpf. Der Rumpf ist so konstruiert, dass Gravitationswellen gelenkt und kontrolliert werden können. Außerdem wird eine kleine Menge Ellerium benötigt, um die Energiequelle anzutreiben. Sobald wir die Prinzipien der Konstruktion verstanden haben und die Funktionen der Bestandteile kennen, wird es möglich sein, diese Raumschiffe nachzubauen. Ja, leider sind wir da noch ein bisschen weit von entfernt. Was mit diesem Aquaplastikanzug? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo wir das Aquaplastik genau herbekommen. Drohnenhafen. Lass mal das psionische Labor machen. Ich glaube, das könnte wichtig sein. So, die kommen zuerst dran. Das ist das Team aus Indonesien. Die sollten eigentlich allesamt ziemlich gut sein. Nein, ich wollte den Bewegungsscanner haben. So, wir konzentrieren uns auf Laserwaffen, weil wir es mit Außerirdischen zu tun haben. Das Übliche also. Eine Dragonov wird schon okay sein. Okay, dann... Keine Ahnung, was wir dir geben. Okay, das ist ein bisschen zu heavy. Machen wir so. Okay. Das sollte passen. Wir schauen, womit wir es zu tun haben. Okay, hier sehen wir nichts. Auch nichts. Kleines UFO. Ich denke, wir machen erstmal... Wir warten ab. Ich will jetzt nicht in Reaction Fire laufen. Okay, es sollten nicht viele sein. Und wir haben Schlangenmenschen. Okay, da ist nichts. So, vielleicht du? Plasma-Gewehr. Wir sehen nichts. Guter Schuss. Das wäre unser Raketenwerfer-Typi. Wo ist eigentlich das UFO? Okay, ganz da hinten. Ganz da hinten. Zeiteinheiten weg. Da, die mit den Lasern vor und... Oh, okay. Was macht der Floater da? Das ist ein Navigator. Im schweren Plasma. Der hat nur ein Lasergewehr. Okay, wir müssen den Floater irgendwie wegmachen. Oh. Auch schweres Plasma. Gut. Schlecht. Nicht gut genug. So, du aber, oder? Okay.
Die Waffen anzuschauen halte ich für nicht ganz unwichtig. Der wäre auch platt. Ich denke, das könnte schon gewesen sein mit Außerirdischen außerhalb des UFOs. Okay, wir brauchen unsere Miniguns. Hier. Einmal du und einmal und der Herr. So, schön aufstellen. Du kannst auch mit nach draußen. Ich denke mal, der letzte ist im UFO. Oh, nein, ist er nicht. Aber nur ein Lasergewehr. Er hat nur ein Lasergewehr. Keine Schusslinie. Snapshot? Nicht ganz. Keine Energie. So. Alle hier durch. Du kannst mal schauen, ob du... Keine Schusslinie. Vielleicht, wenn du eins nach vorne gehst. Wow. Okay. Manchmal kann man auch indirekte Schüsse nehmen. Beziehungsweise, der war einfach nur zu weit entfernt, deswegen hatten wir keine Vision. Das ist auch, glaube ich, etwas, was eher neu ist. Was zumindest... Wäre mir das aus dem Originalspiel und dem Final Mod Pack nicht bekannt. Vielleicht kann man das einstellen. Oh, du hast fast keine Energie mehr. Okay. Wir haben keine Stun-Waffen dabei. Das heißt... Wir machen eins auf Töten. Ja, ich denke, der letzte ist hier drin irgendwo. Immer schön die Verstärkung auch nachrücken, dass wir einen Medic dabei haben. Okay. Schauen wir rein. Da ist er. Okay, es ist ein Navigator. Tja. Wird überbewertet. Die Schwebe können wir brauchen. Der Rest geht alles weg. Hier sind wir auch bald mal am Limit leider. Das ist... Da müssen wir anfangen, Zeug nach Hawaii rüberzuschieben. Okay, Kanada braucht solche Dinge. Hier kommt das nächste dran. Ich meine, das ist das Kanada-Team. Können wir kurz sehen. Ja, das ist das Kanada-Team. Okay, das heißt, wir müssen uns hier jetzt auf Mutone vorbereiten. Das heißt, selbst du kriegst einen Laser.
Du nicht, du bist unser... Nee, komm, du bist unser Medic. Wir nehmen einfach zwei Medics, beziehungsweise irgendjemand muss den Kopf hinhalten. Und sterben, wenn es erforderlich ist. Wir sollten auch gegen Mutone wahrscheinlich eher das. Wobei, ne, Laser ist eigentlich schon gut, aber nehmt das gute Zeug. Die Dinger sind, glaube ich, zu schwach. Ich glaube, die Dinger sind zu schwach. Das bringt nichts. Machen wir das so. Und die Granate kannst du wegwerfen. Die Dinger sind zu schwach. Ich hätte ganz gerne einen mit einem Raketenwerfer. Haben wir einen mit Raketenwerfer? Nee. Wo sind unsere Raketenwerfer? Bin ich blind? Oh, wir haben die noch nicht hergestellt, ne? Damn it. Okay. Dann muss es wohl ohne Raketenwerfer gehen. Nein, ich wollte die Handschellen haben. Laser ist gut. Du hättest normalerweise einen Raketenwerfer. Nein. Gauss wäre auch nicht schlecht. Wäre sogar besser, aber da haben wir nur begrenzt Munition, deswegen machen wir das nicht. Stunner. Kann man mal probieren. Dann. Das Sniper. Granaten kommen hier rein. Okay, dann haben wir noch dich. Du triffst sehr gut. Okay, wir haben zwei von euch. Plus Heilung. Okay. Gucken wir mal. Wir sind auf Mutone vorbereitet und es sind Schlangenmenschen. Naja. Oder wieder so ein Mixed Ding. Was hast du für eine Waffe? Was ist eine Plasmapistole? Okay. Machen wir Aimshots. Fantastisch. Wir wollen unser Glück nicht strapazieren in der ersten Runde. Machen wir weiter. Das ist ein größeres Raumschiff jetzt, glaube ich. Okay. Du bist gefährlicher. Warum zur Hölle ist er nicht gestorben? Eigentlich hätte der meiner Meinung nach sterben müssen. Okay, der sieht uns nicht. Oh. Okay, der hat auch eine Pistole.
Vielleicht kannst du die nächste Runde irgendwie anschießen. Wo sind unsere Sniper? Haben wir jetzt natürlich nicht so viele dabei. So, dann machen wir den noch weg. Ja, das ist, glaube ich, dieses Excavator-Raumschiff. Irgendwo ist ein Ausgang da, oder sie kommen von oben raus. Das heißt, das ist immer, muss man ein paar Sniper aufstellen, dass mit Reaction Fire, dass die da nicht ihr Unsinn treiben. Ja, wir haben einen Stunner, das ist auch sehr gut. Wundervoll. Der wäre weg. Da haben wir einen Navigator. Zwei Treffer, kein Damage. Immerhin. Okay, warte mal. Haben wir was gesehen? Gut. Du kannst kein Reaction Fire machen. Du aber. Du bleibst hier. Okay. So. Du kommst nach vorne. Ups. Wir haben jetzt natürlich keine Miniguns dabei. Dang it. Keine Miniguns dabei. Weil wir uns auf Motone eingestellt haben. Sind immer noch. Ah, sind nicht mehr so viele, glaube ich. Oh. Okay, das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Das Raumschiff ist im Weg. Okay, wir haben von da Sicht oder eine Schusslinie. Müsste nur noch irgendjemand treffen. Snapshot bringt nichts. Okay. Was hast du für eine Waffe? Eine Pistole ist eigentlich ungefährlich. Pistole ist eigentlich ungefährlich. Wir stehen jetzt hier ein bisschen geklumpt. Ich hoffe, es kommt keine Granate. Ja, selbst wenn er zweimal trifft, gegen die persönliche Rüstung bringt das nichts. Und tschüss. Keine Vision. Okay, wer hat einen Motion Scanner?
Du. Dann hatten wir noch einen, nämlich du. Nächste Runde wird gescannt. Okay. Rein von den Geräuschen definitiv im Raumschiff. Okay, bei 3, 3 oder 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, da müsste der sein. Okay, wir haben keine Ahnung, was es ist. Werden wir gleich sehen. Ein Navigator, okay. Die Donuts brauchen wir nicht mehr. Die können weg. Ein Schweber-Navigator. Nicht schlecht. Den nehmen wir. Eigentlich können wir auch die Plasma-Pistolen-Magazine verkaufen. Gut. Black Ops Pistolen kaufen. So, und dann last but not least, das Hauptquartierteam. Mal gucken, wie das sich schlägt. Die anderen haben gut vorgelegt. Wir haben keinen verloren bisher. In zwei Missionen. Wir hatten ein bisschen Glück. Die Gegner hatten jetzt nicht die besten Waffen. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich, dass das so bleibt. Warte mal, warum ist das Zeug hier unten? Explosiv hier unten, Heilung oben. Das ist das Prinzip. Okay, du hast keine Waffe. Du kriegst ein außerirdisches Lasergeschütz. Nein. So, das da. Hey, die Säge ist zu schwer. Katana im Gepäck. Handschellen. So und so. Okay, du hast diese Backup-Waffe. Die Kanisterwaffe ist relativ leicht, das ist der Vorteil. Absal, Anatoli und Philothea. Ja, das zweite von den Dingern hat leider keine Munition mehr. Aber es passt schon. Ist okay. Das hier ist ein großer Aufklärer, glaube ich. Okay, das sind, vielleicht ist es irgendwie komisch. Bin mir nicht sicher, was das für ein Schiff ist. Aber nochmal Schlangenmenschen. Okay. Der nächste? Ich vermute, es ist wahrscheinlich nur ein Soldat. Da haben wir einen mit einem schweren Plasma. Ja, das ist das, was ich befürchtet habe. Okay, schlecht. Nochmal. Ja, da hat man ein bisschen suboptimale Munition geladen, würde ich sagen. Wer zur Hölle hat den Feuerlöscher? Einer relativ weit hinten.
Damit das noch einer. Kacke. Oh, das sind zwei. Das sind sogar zwei. Okay. Hätten wir das? So. Du hattest den Feuerlöscher? Nee. Noch weiter hinten. Du brauchst 44. Okay, das wäre mal eine geklärt. Und die anderen... Ja, schauen wir mal. Brennt hier alles. Wir sehen nichts. Okay, wenigstens sind die zwei weg. Da ist noch einer. Okay. Ich weiß nicht, wie gut Sarah war. Wir müssen erstmal den Penner da wegmachen. Schmeiß das Ding weg. Katastrophe. Was hast du für eine Waffe? Schweres Plasma, dang it. Weg da. Ey, das kann doch nicht sein. Dass wieder keiner was trifft. Da kommen vier Schüsse. Okay. Geht doch. Warum sind hier drei Leute drin? Das ist doch abartig. Okay. Wenn einer rauskommt, müssten wir das Reaction Fire haben. Okay, ich habe keine Ahnung, was du für eine Waffe gehabt hast. Was sage ich mit ihm? Ein Soldat. Okay, der interessiert uns nicht. Und noch einer. Ach, guck mal einer an. Warte ich, ey.
Zum Glück hat er keine Waffe. Und tschüss. Warte mal, das hier war... Das hier war, glaube ich, ein Navigator. Vielleicht überlebt er noch eine Runde, obwohl ich das ehrlich gesagt bezweifle. Stellt sich dahin für Reaction Fire. Legt das da mal weg. Ein Toter. Was will man tun? Lebt er noch? Er lebt noch. Okay, gut. Und steht leider wieder. Warte mal, du hast... Der Typ hat keine Waffe in der Hand. Kann uns also nicht wirklich was tun. Da ist noch mal einer. Okay. Nächste Runde. Wie gesagt, der hat keine Waffe, stellt momentan also keine wirkliche Gefahr dar. Okay, gut. Okay, du brauchst Stims. Noch mehr. Ich hoffe, er überlebt. Wäre echt schön. Okay. Einer getötet, zwei lebende Feinde geborgen. Was haben wir? Nur den Navigator plus den Soldat, den wir nicht brauchen. Passt soweit. Transferieren mal den da weg. Und wer ist gestorben? Sarah hat C-Cars. Okay, naja. Was will man tun? Kaufen wir einen neuen Rookie. Und ballistisch haben wir noch. Ausrüsten. Sind einige verletzt worden. Tiomir ist wieder da. Victoria kann mit. Wir können Chuchi mitnehmen, falls notwendig. Die anderen dauern noch ein bisschen. In Indonesien sind alle bereit. In Kanada sind, glaube ich, auch alle bereit. Die Moral von der Geschichte ist, dass das Raumschiff, der Typ des Raumschiffs bzw. die Anzahl Aliens spielt nicht unbedingt eine Rolle, sondern ihre Positionierung. Wie wir gesehen haben, die drei in der Ecke, mit denen ich nicht gerechnet habe, haben wesentlich mehr Schaden angerichtet als die anderen, die im Raumschiff waren und dann rausgekommen sind im Endeffekt. Nun gut. Zwei neue Leute. Keiner für den Kampfpilotenschein, leider.
Willkommen im Team, liebe Rookies. Das sind beides Xer, ballistische Westen. Neues Kanonenfutter. Dann haben wir noch sonst irgendeinen Bierverbesserung. Machen wir. Ach, das war der im Raven. Okay. Es passt. Dann nehmen wir hier stattdessen Victoria für den Moment. Sonst noch durchgucken, ob wir Emilia Dupont könnte das Gun Carter machen, das bringt nicht wirklich viel. Bei denen, die bereits ein großes M haben, bringt das Gun Carter das eher nicht so sinnvoll. Kampfkunsttraining, ich glaube, das hat noch bei keinem funktioniert. Gun Carter bringt was bei Leuten, wie die ein kleines M haben, meiner Meinung nach. Weil das sind dann, finde ich, wirklich, geht direkt auf 75 hoch. Da macht es einen Unterschied. Okay, nehmen den Xer mit. Dann, wie schaut es hier aus? Ne, das ist. Das, der Kampfpilotenschein hat keinen Nachteil, deswegen den immer machen. Bioverbesserung. Das kann man bei denen machen, die bereits gute Schussgenauigkeit haben, weil das geht, da gehen die TP hoch. Das heißt, sie sterben weniger schnell. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele da reingeschickt. Oma ist gleich wieder fit. Sollte passen, hoffentlich. Toter Schweber. 47 haben wir bereits produziert. Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben. Ein Kult-Außenposten vom Schwarzen Lotus. Ich denke, den mache ich offscreen. Von den Dingern hatten wir jetzt eigentlich schon genügend. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Episode an der Stelle. Drei kleine Raumschiffe. Leider ist das eine Schiff kein Motorenschiff gewesen. Ich würde gerne mal eins machen. Mal probieren jetzt mit dem. Jetzt, wo wir gute Laser haben, schwere Laser. Plus die Massenbeschleunigerbüchsen. Sollte das möglich sein mit viel Mühe und Not. One-Shots wird es, glaube ich, nicht. Aber mal gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.